Gestern sah ich drei Männer sterben, weil ein Mann in einem Raum voller Blut und Scheiße und Licht niesen musste. Heute betreten drei weitere Männer den Raum, billige Wischmops und ihre Leben in ihren Händen. Gestern sah ich, wie ein Mann, den ich bewunderte, niedergeschossen wurde, weil er einem Mädchen, deren Leben von einem unverdienten Trauma ruiniert wurde, eine Rose gab. Heute erinnert sie sich nicht mehr und ich kann sie drei Räume weiter schreien hören. Gestern sah ich, wie eine Gruppe Soldaten im Kampf gegen die Leichen von vor ihnen gestorbenen Kameraden fielen. Heute testen wir eine weitere Probe, diesmal an Kindern. Gestern sah ich, wie in einer verlassenen Fabrik, für die sich niemand mehr interessiert, 5 Männer und Frauen niedergeschossen wurden. Heute passiert es wieder und wieder. Alle 11 Sekunden. Für immer. Gestern sah ich, wie ein Mann bequem in einem Lehnstuhl saß, Scotch trank und lachend einer Frau befahl, einfach mit dem Atmen aufzuhören. Heute bekommt er den Tag frei. Eine Kleinigkeit für vorbildliches Verhalten. Gestern sah ich, wie hunderte Männer und Frauen in orangenen Overalls wie Tiere in leere Räume getrieben wurden, welche sich anschließend mit Gas und Feuer füllten. Heute wurde Hunderten mehr erzählt, dass sie die Chance auf eine kürzere Haftstrafe haben, indem sie ihrem Land dienen. Gestern sah ich die Welt auf 1000 schreckliche Arten untergehen. In manchen Fällen hätten wir genug Zeit zum Schreien gehabt. Heute bin ich am Leben, um darüber zu schreiben. Du möchtest ein Happy End? Fick dich! Du bist am Leben, um darüber zu lesen. Möge Gott uns helfen. Sichern, kontrollieren, beschützen.